So, was gibt es sonst noch so? Gar nicht zu wissen. Hannover ist natürlich, was diese Straftaten angeht, absoluter Spitzenreiter in ganz Deutschland. Also, super, Herr Ohnei, haben Sie gut hingekriegt. Dann dürfen wir natürlich auch nicht vergessen, der Krieg, ja, guck mal, Ukraine greift mittlerweile Russland mit westlichen Waffen, ne, an. Ja. Ich denke mal, das sind auch unsere Waffen dabei. Fahrt. Erst waren es nur Helme, die wir gekriegt haben, dann Munition, genau, dann Waffen und Panzer. Dann wollte man noch ein bisschen mehr. Ist nur eine Frage der Zeit. Bis dann auch die Soldaten, mein Lieber, guck mal, machen. Die Spirale, wir wollen Handschellen klicken sehen. Von Deeskalation also ist da nichts zu spüren. Sehen und das ist auch auf der Straße. Wir sagen halt, ein bisschen abgedroschen, aber Diplomaten statt Granaten. So, was gibt's noch? Genau. Dann hat natürlich sehr medienwirksam die Regierung und gerade natürlich auch in Thüringen vor der Landtagswahl haben sie erstmal 28 Afghanen nach Hause geschickt. Die Bild titelt gleich, dass die in einen Horrorknast mussten. Aber ich denke mal, mit den 1000 Euro, die sie bekommen haben von uns, sind sie da mit Sicherheit die Könige. Und es wird sicherlich nicht lange dauern, bis sie sich wieder auf den Weg hierher machen. Und das, obwohl sie hier schon unter anderem eine 14-Jährige vergewaltigt haben. Ja, wie geht es noch so weiter so? Die Wirtschaft geht immer schlechter. VW hat schon heute die erste Betriebsversammlung gehabt. Die nächste ist morgen in den anderen Werken. Da wird mal ein bisschen erzählt, was so los ist. Und letztendlich fehlen dem Konzern 5 Milliarden, weil die Elektroautos will keiner haben. Deshalb sind auch schon Werkschließungen im Gespräch. Ich gehe mal da ganz stark von aus, dass Zwickau, die können dann das Licht ausmachen. Das Werk hat man halt komplett auf E umgebaut. Und auch Hannover sieht es ein bisschen düster aus. Also der ein oder andere hier aus Hannover, der arbeitet auch dort noch. Der kriegt dann gutes Angebot und kann dann damit in Rente gehen. Aber es gibt halt sicherlich auch Leute, die noch ein bisschen länger arbeiten müssten. Für die sieht das Ganze dann halt ein bisschen nicht so schön aus. So, jetzt hier unsere gelbe Fee. Wollt ihr auch was sagen? Ich bin mit meinen Themen schon durch. Mal kurz und knapp. Kleine Wochenshow. Danke. Bitte. Ja, hallo ihr Lieben. Ich hoffe, ihr freut euch genauso, dass meine 51% wieder da sind. Und ich werde heute mal den Mund halten. Das fällt mir ja manchmal schwer. Aber heute bin ich froh, dass er redet. Und von daher werde ich mich dezent im Hintergrund halten und vielleicht versuchen, dir das ein oder andere Gespräch mit Passanten zu bekommen. Und dann möchte ich aber doch noch mal eine Sache sagen. Vielleicht könnt ihr noch mal kurz zuhören. Und zwar, wie heißt denn dieser Spruch? Es schallt immer so aus dem Wald raus, wie man reinruft, oder wie heißt das? Also ich wollte sagen, versucht einfach mal, gerade wenn wir jetzt, wir gehen zur Listermäule. Also, wir hoffen mal, dass wir keine Eier und so weiter heute bekommen, dass das einigermaßen gut geht. Versucht einfach mal freundlich zu sein. Ne? Also, einfach mal lächeln und dann. Hier, wie sieht das aus, wenn du lächelst? Sieht man das? Also, das klappt. Also, versucht es einfach mal. Ah, ich verstehe. Ich mache das jedenfalls, wenn Sie so muffelig an den Tischen sitzen, dann grinse ich einfach und sage: Schönen Abend euch noch, lasst es euch schmecken und dann lachen die auch. Also, einfach mal ein bisschen lockerer sein. Geht ein bisschen auf die Handwerk, mein Lieber. Meine Liebe. Mein Lieber. Ja. Ein Dialog statt Krieg, das finde ich gut. So soll es sein. Ja. So sollte es sein. Ja. So soll es auch sein. Hallo. Ein Dialog statt Krieg. Darf ich dir vorstellen, die Dame hat nicht einen Plan. Sie hat voll Plan. Wo sind die Affenpocken? Man hat mir Affenpocken versprochen. Ich habe vor 2 Jahren habe ich Affenpocken erfahren und auf den Kanal gezogen. Hat es auch ein Video von mir gegeben, aber es hat keine Pandemie gegeben. Also, ich habe keine Ersatzteile bekommen. Zwei Affen rasen durch den Wald, der eine macht den andern kalt, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenmama macht's Verdruss, sie hätt so gern die Kokosnuss, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Sind die letzten Idioten auf diesem Planeten? Wer hat die Kokosnuss geklaut?
sieht es gut, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Der Affenschutzmann ruft Verrat, die Kokosnuss gehört dem Staat, die ganze Affenbande brüllt. Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Wo ist die Kokosnuss? Wo ist die Kokosnuss? Wer hat die Kokosnuss geklaut? Die ganze Affenbande brüllt. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Die Kokosnuss ist wieder da. Da ist die Kokosnuss, da ist die Kokosnuss. Die Kokosnuss ist wieder da. 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 Das ist relativ einfach. Also da sieht man schon, wie schön die zusammenarbeiten. Aber natürlich auch Saudi-Arabien, Jemen, da hört man so gut wie gar nichts davon und da knallt es auch immer. Ja, eben! Genau. Anja geht mal zum Köpke, guckt mal, wer dort steht, weil meistens stehen wir ja am Köpke. Jetzt geht das aufgrund, wie man da sieht, da stehen ein paar Schirmchen, da sind irgendwelche Aktivitäten. Deshalb mussten wir heute hier zum Ernst-August-Platz ausweichen und werden dann gleich in die Lister Meile gehen. Und dann gibt es ja auch Menschen, die der Meinung sind, dass wir rechts sind, dass wir ausländerfeindlich sind. Den kann ich mir sagen, dass wir nicht sind. Bei uns ist jeder willkommen, jeder der vernünftige, ja, aber die sind ja das, ne? Vernünftige Werte vertritt, der hinten einsteht, ist absolut herzlich willkommen. Wir wollen keinen Menschen leid zufügen, denn wie es jetzt der nächste anhört, um wie es geht. Ja, was habe ich vor 88 Jahren gemacht? So alt bin ich noch nicht. Ja, das kannst du mal überlegen. Was hättest du denn vor 88 Jahren gemacht? Ja, das kann man relativ weit spannen. Also ich gehöre zum Team Stauffenberg, das kann ich schon mal sagen. Von daher, das muss jeder sich selber fragen, zu welchem Team. Aber der Typ ist auch nicht ganz unbeleckt gewesen. Mach dich mal schlau. Ja, muss ich ja. Trotzdem, nee, man kann ja seine Meinung ändern. Darum geht es letztendlich. Der Typ, der war auch nicht sauber. Er hat die Zeichen der Zeit erkannt und zur richtigen Zeit gehandelt. Und das ist das Wichtige letzten Endes. Ja, da macht ihr erstmal schlau. Stauffenberg ist nicht der Heilige, der Säulenheilige, der uns immer verkauft. Das sage ich auch nicht. Gut. Also von daher, ich bin auch nicht der Heilige. Also von daher alles gut. Der hat nur den Richtigen attackiert und nur leider hat es nicht geklappt. Er hat zur richtigen Zeit gehandelt. Hat zwar nicht ganz geklappt, es reicht. Aber der Versuch war es wert. Schaden abgewendet. Ja, wow. Ja,